Wien wird eine neue zentrale Fahrradroute von Kagran durch die Leopoldstadt in die Innenstadt errichten. Das hat SPÖ-Verkehrsstadträtin Uli Simmer am Freitag angekündigt. Wir sind auch deswegen sehr stolz, weil wir den ersten Mega-Rad-Highway für Wien hier präsentieren können, der eigentlich über die Praterstraße noch hinausgeht. Aber ich komme dann im Detail ja noch darauf zu sprechen. Es wird wirklich eine einzigartige Schnellroute durch die Stadt sein, weil das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig war, wie ich hier begonnen habe, weil ich gesehen habe, dass es Radwege gibt, aber dass es oft ein Stückwerk ist. Und das, was ich gern erreichen möchte, ist, dass wir wirklich gute Querverbindungen durch die Stadt haben, wo man wirklich durch mehrere Bezirke hier gut durchkommt. Der Mega-Rad-Highway wird rund 7 Kilometer lang. Ein Herzstück der neuen Verbindung ist die Praterstraße, deren Umgestaltung lange Zeit umstritten war. Dort fällt statt auswärts ein Fahrstreifen weg, auch Parkplätze müssen weichen. Dafür wird ein 4 Meter breiter Radweg errichtet. Statt 2 Spuren wird für Autos dann nur mehr eine Spur in Richtung Praterstern zur Verfügung stehen. Statt einwärts bleiben die 2 Fahrstreifen erhalten. Wir beginnen jetzt am Kagraner Platz im 22. Bezirk. Das ist der Teil, der 2023 neu errichtet wird. Kagraner Platz bis Donauzentrum kann man jetzt sozusagen grob sagen. Im heurigen Jahr machen wir diesen Bereich von Donauzentrum quasi bis zur Arbeiterstrandbadstraße. Ja, das ist der Bereich, also quasi der Lückenschluss, der heuer passiert. Diesen Teil gibt es schon. Und dann kommen wir eben in den 2. Bezirk, wo wir dann beginnen in der LaSalle-Straße. Der Startschuss für die Schnellroute soll im Herbst erfolgen. Die Arbeiten werden unter anderem in der LaSalle-Straße aufgenommen werden, also der Verbindung zwischen Praterstraße bzw. Praterstern und Reichsbrücke.